Ich versuche 100 Tage in Minecraft Hardcore zu überleben, aber ich bin gefangen in einer schrecklichen Dimension voller gruseliger und teils auch verstörender Wesen. Vieles hier will einen umbringen. Und nein, nicht alles Feindliche ist groß und direkt zu sehen. Es gibt auch jede Menge Kleinvieh, was euch tot sehen möchte. So gibt es zum Beispiel Käferbefälle, welche euch befallen und Käfer auf euren Bildschirm laufen lassen. Oder irgendwelche Würmer, welche erstmal gar nicht zu sehen sind. Oder irgendwelche untoten Mumien, welche aus Schlamm aufstehen und einen anschatschen und anschreien. Vieles ist hier anders als in der Overworld. Ich selbst kenne noch nicht alle Systeme hier. Aber ich versuche euch in den folgenden 100 Tagen alles so gut wie möglich hier zu erklären. Am Anfang spawnte ich in einer sumpfähnlichen Gegend, umzingelt von jeder Menge Monstern. Deswegen baute ich mich erstmal auf einen Baum und schaffte dies auch noch gerade rechtzeitig, denn die ersten Mobs waren schon da, um mich zu töten. Am Baum baute ich Holz ab und machte damit Holztools. Sie sehen jetzt nicht so schön aus wie die aus der Overworld, aber immerhin, sie funktionieren. Nachdem die ersten Monster besiegt waren, rannte ich weiter durch den Sumpf, auf der Suche nach, naja, Sicherheit und Essen. Auf meinem Weg fand ich ein neues Biom sowie neue Monster, also drehte ich erstmal sofort wieder um und machte ein Schild aus Holz, um mich besser vor ihnen zu schützen. Als die Dämmerung in den Betweenlands einbrach, baute ich mich in einen Baum rein, natürlich aus Sicherheit halt. Jetzt wollte ich Rüstung farmen, also baute ich mich nach unten, um Erze zu farmen. Und fand auch nach relativ kurzer Zeit eine Höhle. Dort ging ich vorsichtig hinein, ihr werdet gleich sehen warum, und baute etwas Sulfur ab. Das ist quasi die Kohle in den Betweenlands. So konnte ich nun endlich Fackeln machen und hatte Licht. Mit diesen leuchtete ich dann auch die Treppe aus, denn ich weiß nicht, wie das Spawning hier funktioniert. Ob es nur im dunklen Mob spawnen oder ob auch im hellen Mob spawnen, aber sicherheitshalber leuchtete ich halt mal aus. Nun wollte ich das blaue Erz abbauen, welches ich für eine Rüstung brauche. Aber um dieses abbauen zu können, müsste ich noch ein Knochenerz finden, damit ich eine bessere Spitzhacke machen kann. Allerdings wurde ich währenddessen von Käfern überfallen. Deswegen musste ich mich zurückziehen. Hab ich's besiegt? Nee, ne? Die chillen einfach hier! Oh nee, was hab ich getan? Nee, 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 nee. Das Fiese an den Käfern, sie können dich durch Wände sehen. Und Angriffe spalten den Schwarm in mehrere kleine Schwärme auf. Deswegen ist es nicht leicht, diese zu töten. Als ob das nicht genug gewesen wäre, sah ich noch einen neuen Gegner. Einen Stein? Und dann passierte das. Ich sterb nicht dran. Komm hier unten nicht mehr klar. Ich kann nicht direkt an dem Befall sterben, denn dieser funktioniert wie Poison. Nur am Schwarm selbst kann ich sterben. Und der Schwarm kann nicht durch Wasser durch, das heißt, ich bin hinter Wasser sicher. Am dritten Tag ging dieser Albtraum weiter und ich musste in die Richtung, in der ich den Stein gesehen habe. Zum Glück war dieser aber nicht mehr da. Und dann schaffte ich es endlich auch, ein Knochenerz zu finden. An einer Stelle, wo ich schon war. Das ist ein Joke, oder? Alles Leid hierfür? Ist nicht mehr hier. Vor allem, ich war hier oben schon. Es ist ein Einzelner, aber es reicht. Diesmal hörte ich es nur und dann wieder Käfer. Überall am Monitor. Überall. Mit meiner besseren Spitzhacke baute ich. Also erstmal musste ich die Käfer töten.
Okay, aber jetzt endlich. Erze abbauen. Cyrmorite oder so ähnlich heißt es. Das ist hier wie Eisen. Aber ich brauchte noch ein bisschen Sulfur, also Kohle, damit ich das schmelzen konnte. Also musste ich das noch abbauen. Und als ich dies hatte, rannte ich aus der Höhle. Und machte zu. Jetzt hatte ich endlich eine Rüstung. Warte, was soll denn das? Da kann ich ja gar nichts durchsehen. Nur leider kann man damit keine Tools machen. Also ging ich weiter und fand unterwegs nochmal eine neue Art von Gegnern. Oh mein Gott, das packt mich. Joa, ich meine, warum nicht, ne? Außerdem hatte ich unterwegs immer Schnecken getötet, weil irgendwas braucht man halt zum Essen. Ich habe später auch einen Ozean gefunden und muss sagen, dieser sah wirklich sehr schön aus. Aber ich war mir sicher, dass er auch sehr tödlich war, also ging ich weiter. Damit ich aber keine Drogenpilze mehr essen musste, ohne Scheiß, man bekommt wirklich davon Hunger oder Übelkeit oder so, deswegen bratete ich erstmal das Schneckenfleisch. Ist jetzt nicht so meins, aber irgendwas muss man ja essen. Doch dann wurde ich von einem Reiter überfallen. Aber dieser war entweder blind oder lost, denn er sah mich nicht. Okay, kämpfen wir. Dann halt kein Kampf. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was diese braune Leiste ist über meiner Hungerleiste. Also, ich erkläre das mal ganz kurz. Wenn diese sinkt, dann sinkt auch mein maximales Leben. Auf bis zu 3 Herzen runter, wenn ich es richtig verstanden habe. Also musste ich diese oben halten. Und dafür muss ich diesen Baum abbauen und die braunen Kugeln, die da rauskommen, essen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, aber du wirst schon wissen, was du da tust. Später wurde dann Nacht und anscheinend ändert sich die Helligkeit, je nachdem, wie groß der Riss im Himmel ist oder so ähnlich irgendwie. Denn diese Nacht war es extrem dunkel. Deswegen nistete ich mich in einen random Baum ein, baute eine Kiste und konnte dort mein Zeug abhängen lagern. Sieht meine Base nicht schön aus? Für den Anfang war es auf jeden Fall genug. Als wieder hell war, ging ich raus zu einer nahen Höhle. Und dort gab es einen epischen Kampf. Digga, die wirst du so leicht nicht besiegen. Und schon bin ich infiziert. Okay. Ich sehe schon, mit Schwert und roher Gewalt so Käfer zu bezwingen, ist nicht so eine gute Idee. Aber es ist möglich. Dann erkundete ich die Höhle und fand Moos und natürlich auch Sulfur. Ich machte mir erstmal eine Schere und baute Moos ab. Und mit diesen konnte ich ein Bett machen. Und so die dunkelsten Nächte skippen. Das hoffte ich zumindest. Ich ging nicht in die Höhle zurück, sondern ich wollte nun bessere Tools haben. Waffen und Tools, welche meine Gegner in Flammen aufgehen lassen können. Oktin-Tools. Und für dieses Erz musste ich tiefer. Und ich meinte damit tiefer als sonst. Ich muss unter Höhe 75. Und jetzt schaut euch mal meine Höhe an. Und ich muss noch meine Knochenspitzhacke schonen. Also musste ich Holz verwenden. Gönnt euch diese Höhlensounds. Und natürlich musste ich auch auf Höhlen stoßen. Ich umging diese aber, denn der Weg musste sicher sein. Ja, aber irgendwann hatte ich keine Fackeln mehr, also musste ich nach oben in die Höhle und Sulfur holen. Dort war aber ein Wächter. Naja, was heißt ein Wächter? Es war ein kleiner Gegner. Und dann Käfer. Mal wieder. Ich hasse diesen Befall. Ohne Witz. Ja. Nach einem etwas längeren, nervigen Kampf
konnte ich Sulfur abbauen. So, jetzt ist es Zeit, von irgendeinem neuen Mob angegriffen zu werden, der total wenig Leben hat, aber mich trotzdem erstmal fertig macht und zum Rückzug zwingt. Aber egal, mit den Fackeln konnte ich dann weiter und fand eine Sulfurquelle. Oder? Natürlich nur die Frage, wie häufig kommt Octin. Das ist es! Meine erste Octinader! Nice! Mit diesem Octin ging ich wieder hoch und smeltete das neue Erz. Damit machte ich mir ein Schild und OMG! Dieses Schild ist so klein und blockiert gar nicht den halben Bildschirm. Aber immerhin kann es Angreifer in Flammen aufgehen lassen. In tiefen Höhlen kann man übrigens nicht weit schauen. Und ich hörte nichts. Nicht mal Käfer. Deswegen war ich super paranoid. Und baute mich sicher irgendwie zum Erz. Nach etwas längeren Bauen hatte ich dann auch unglaubliche 8 Octinerze. Mit diesen entschied ich mich dafür, wieder hochzugehen und dann daraus Tools zu machen. Trotzdem brauchte ich noch mehr Octin. Also musste ich wieder runtergehen, um dort in eine Höhle zu gehen. In diese ging ich super vorsichtig rein. Dort fand ich sogar die tiefste Höhenschicht. Hier ist das Deep Slate der Betweenlands. Dort gibt es auch das beste Erz im Modpack. Aber gut, deswegen war ich nicht hier, sondern ich war hier, um von Mobs überrascht zu werden. Weil da gibt es so Wesen, um die rum tut sie... Oh Gott, das ist der, nein. Der kann diesen richtig komischen Angriff da. Der kann so auf einen rollen und es macht ultra viel Damage. Ich wollte doch heute einen friedlichen Stream machen. Wir wollten die Base upgraden. Okay, wo ist das Ding? Kommt er hier rein? Er kommt nicht rein! In meinen Gang konnte er jedoch nicht rein. Deswegen konnte ich ihn dort easy töten. Nach dieser unangenehmen Begegnung konnte ich endlich das Octin abbauen. Übrigens, zu dieser Zeit habe ich auch herausgefunden, dass man den Nebel in Optifine ausschalten kann. Deswegen kann ich jetzt hier in den Höhlen ganz normal sehen. In meiner Base stellte ich dann eine Workstation her, an der ich meine Tools reinigen kann. Denn mit der Zeit korrodieren diese hier und machen so weniger Schaden. Um die nun dunkle Nacht zu skippen, wollte ich schlafen gehen. Denn ich brauchte draußen Wasser und ich wollte nicht in der Dunkelheit laufen. Doch dabei fand ich heraus, dass dies gar nicht geht und man am Bett nur seinen Respawn-Point speichern kann. Okay, dann kümmere ich mich halt ums Essen, dachte ich. Doch dafür brauchte ich erstmal blaues Erz. Also ging ich runter in meinen Höhlenschacht und wollte in eine Höhle gehen. Doch was fand ich in meinem Höhlenschacht? Käfer. Verbrennt. Oh mein Gott, es funktioniert. Sie können nichts tun. Also können schon, aber... Diese habe ich jedoch völlig auseinandergenommen. Und danach wurde ich von Käfern auseinandergenommen. Gut, dann gehe ich halt in die Höhle neben meiner Base. Okay, wieder draußen. Wiked, 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 wiked. So, seht ihr? Das meinst du mit realitätsverändernd? Um den kann man nicht Schimmern nennen? Diese Umgebung tut so, um die so verschwimmen irgendwie. Ja, okay, dann baue ich halt meine Base erstmal weiter. Und damit meinte ich, den Baum weiter auszuhöhlen. Währenddessen hörte ich Käfer. Diesmal jedoch nicht aus der Höhle, sondern sie waren draußen. Sie klopften sogar friedlich an meiner Tür an. Und natürlich habe ich sie nicht reingelassen. Weil ich nun aber immer noch das blaue Erz haben wollte, ging ich Stripmine und fand auch relativ schnell, was ich suchte. Damit konnte ich nun einen Komposter machen, welchen ich fürs Essen, also genau genommen für Landwirtschaft, brauchen würde. Weil mir ein Komposter aber zu lange brauchte, baute ich 2 weitere.
Aber damit diese Kompost produzieren, müsste ich noch mehr Grünzeug draußen sammeln. Doch ich fand vor meiner Tür erstmal etwas Komisches. Oh, das ist so ein Wurm. Der kommt safe hier nicht hoch, oder? Small Sludge Worm. Ich kenne die Viecher. Der kommt hier hoch, ne? Ein Wurmloch. Direkt vor meiner Base. Ich versuchte es zu zerstören. Mit dem Schwert. Hat nicht funktioniert. Letztendlich floh ich vor Würmern und einen Schwarm Käfern. Schon wieder. Um mir nun einen Vorteil verschaffen zu können, wollte ich spezielle Schuhe craften, damit ich über Schlamm gehen kann, ohne verlangsamt zu werden. Damit musste ich einen Eimer an einen speziellen Baum hauen und warten, bis dieser gefüllt ist. Fragt nicht, so funktioniert das halt hier. Während ich wartete, sammelte ich jede Menge Grünzeug. Und auf meinem Weg zurück zur Base stellte ich fest, dass das Wurmloch weg war. Den Eimer, der voll war mittlerweile, steckte ich nun in einen Ofen und sammelte dann das Zeug, was ich daraus bekommen hatte, ein. Ich bekam 3 Stück von diesen komischen Items, sag ich jetzt mal. Für Schuhe bräuchte ich aber 4. Also musste ich das Ganze nochmal machen. Auf meinem zweiten Rückweg wurde ich aber von einer Art Blaze-ähnlichen Kreatur angegriffen. Er ist eine Blaze! Okay, wir haben ihn aber abgelenkt. Ich weiß, welche Mobs das sind. Ich kenne die. Das sind solche Blazes in der Art. Die sind gar nicht so schlimm, glaube ich, tatsächlich. In meiner Base machte ich dann ein neues Paar Schuhe. Und eine unendliche Wasserquelle. Diese brauchte ich, um halt meine Tools zu säubern. Das Säubern testete ich dann auch an meinem Schwert. Jetzt war dieses wieder sauber. Okay, jetzt musste ich mir aber langsam mal wieder was anderes zu essen machen. Weil man kann hier auf Dauer nicht dasselbe Essen essen, weil sonst kann man das einfach nicht mehr essen. Der Spielcharakter hat einfach keinen Bock mehr darauf. Also wollte ich mit der Landwirtschaft starten. Dafür baute ich erstmal ein kleines, sicheres Gebiet. Übrigens, es ist noch Tag. Keine Ahnung, warum es so dunkel ist. Dann musste ich erstmal herausfinden, wie das mit der Landwirtschaft funktioniert. Aber jetzt weiß ich es. Mit einer Schaufel rechtsklick auf einen Erdblock, dann dort Kompost reinfüllen und dann kann man dort etwas anpflanzen. Ja, aber was man alles anpflanzen kann, weiß ich noch nicht. Gut, zum Schluss jetzt noch ein Kampf gegen meinen ersten Wyked oder wie auch immer man den halt ausspricht. Das ist nicht seine Endphase, er hat noch eine Fähigkeit. Aber er wirkt sie nicht. Er wirkt Justi. Okay, wenn er mich umzingelt, einfach schlagen. Das funktioniert schon mal. Ja, hat doch gut geklappt. Am 11. Tag kümmerte ich mich weiter um die Landwirtschaft. Und nun verstand ich auch, wie das Ganze funktioniert. Die großen Blätter jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die heißen, diese pflanzt man einfach auf einen Boden, in den Kompost ist. Und nebendran kann man normale Erde lassen. Das Zeug wächst dann weiter einfach drumrum. Aber was ich noch nicht zu dem Zeitpunkt wusste, ist, dass das nicht bei allen Pflanzen so sein wird. Deswegen baute ich immer Erde, auf der ich die Pflanzen anbaue, und dann ein leeres Feld. Die Erde machte ich vorher allerdings sauber. Was das mir bringt, keine Ahnung. Aber es gibt ein Achievement. Mein Feld wurde am Schluss auch überdacht, damit mich keine Käfer hier nerven können. Außerhalb der Base baute ich anschließend noch so Swamp Reeds hin. Diese wachsen nämlich nur am Wasser. Sie sind ungefähr wie Zuckerrohr. Deswegen werde ich die jetzt auch einfach so nennen. Und diese bräuchte ich für Donuts. Die Donuts, die füllen gut die Hungerbar wieder auf. Aber die Donuts kann ich noch weiter mit Früchten verbessern. Und die Seeds dafür bekomme ich am großen Baum neben meiner Base. Aber dort oben musste ich feststellen, dass die Seeds nur relativ selten von den Pflanzen droppen.
Nach gefühlten Jahrtausenden hatte ich dann irgendwann einen Seed. Wow. Mehr bekam ich auch nicht. Und jetzt am Schluss geht's mit meinem neuen Fallschirm runter. Oh mein Gott, ich lacke. Wow, da habe ich echt nochmal Glück gehabt. Den Seed baute ich an. Kann sich nur noch um Tage handeln. Später in der Nacht war ich draußen, um erstens Zuckerrohr zu sammeln und zweitens solche Anglerfische zu töten. Diese können ihre Zähne droppen und damit kann ich einen Greifhaken machen. Und die Fische waren auch keine besonders schweren Gegner. Denn sie sprangen irgendwie aus dem Wasser raus und ja, starben dann fast von alleine. Aber niemand von denen wollte einen Zahn droppen. Und mein Essen ging dann auch irgendwann aus. Also musste ich in meine Base zurückgehen. Dort tat ich dann das Zuckerrohr in den Ofen. Ja, damit mache ich Donuts. Echt lecker. Weil ich noch mehr essen wollte, wollte ich aber erstmal noch mehr von diesem Zuckerrohr sammeln. Aber es kam ein Wiked. Aber ich habe ja schon mal einen getötet. Das schaffe ich doch bestimmt nochmal. Müsste ich nicht in 1 gegen 1 gegen ihn kämpfen? Er sieht mich, oder? Er hat mich. Gut. Komm her. Was willst du? Ich hau dich zu Brei. Mach nicht den Kopfangriff. Macht er den ab einer bestimmten Prozentzahl oder wenn er Bock hat? Wenn er Bock hat. Ich bin tot. Help? Ja, 2 Herzen. Okay, aber ich lebe noch. Und ich verstehe jetzt endlich, wie das mit der Helligkeit hier funktioniert. Es ist zu 90% der Zeit einfach dunkel, weil entweder Nacht ist oder kein Riss im Himmel ist und es deswegen halt dunkel ist. Trotzdem ging ich raus, weil ich neben Donuts auch für Leitern dieses Zuckerrohr brauche. Weil ich aber angegriffen wurde und halt nichts gesehen habe, zog ich mich wieder in meine Base zurück. Und übrigens, vor meiner Tür haben dann wieder Käfer angeklopft. Ohne Leitern muss ich jetzt super langsam meinen Höhlenschacht nach unten gehen. Yay. Ganz unten in meinen Gang ging ich tiefer und fand dort die tiefste Höhlenschicht. Neues Achievement, cool. Das erste, was ich hier unten fand, waren wieder Käfer. Ich ließ mich von diesen aber nicht aufhalten und versuchte mich anderswo tiefer zu bauen. Oder anders gesagt, ich wollte einfach nur in den Höhlen vorbei. Und gewöhnt euch schon mal an diesen Stein, ihr werdet ihn heute noch im Video lange sehen. Bis Höhe 30 ging ich runter. Dort fand ich dann eine Wasserquelle, aber es war kein normales Wasser, nein. Diese braunen Kugeln über meiner Hungerleiste, das Decay, das sinkt sehr schnell, wenn ich hier reinfalle. Deswegen sollte ich lieber nicht reinfallen. Danach ging ich noch weiter runter, bis auf Höhe 11. Ich wollte wie bei Diamanten Stripmine gehen, aber es waren überall Höhlen, deswegen konnte ich das nicht. Während ich mir was einfallen ließ, sammelte ich dann weiter das Zuckerrohr, damit ich Leitern machen kann. Und schnell nach unten und nach oben kommen würde. Während ich das machte, kam noch ein Wiked. Diesmal wollte ich aber nicht kämpfen, also rannte ich schon wieder weg. Sammelte noch mehr Zeugs und ging dann, als es dunkel wurde, zurück in meine Base. Und machte in meinen Höhlenschacht eine gruselige Entdeckung. So, ist ja wieder was im Gang. Seht ihr das? Das flimmert dort hinten so. Ist da unten ein Wike zufälligerweise in meinen Gang? Dieses Flimmern kenne ich halt nur von so einem Typen, ne? Damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, wollte ich nun einen Weg mit Leitern nach unten bauen. Damit ich halt einfach hoch und runter klettern kann. Dort sollte dann auch nichts spawnen können. Und dies machte ich dann auch. Ganz sicher baute ich einen 2er dicken Schacht
nach unten, damit ich nicht aus Versehen in eine Höhle falle. Auf Höhe 103 traf ich dann auch auf meine erste Höhle. Und diese war zu meinem Glück auch mega tief. Warum? Jetzt musste ich also eine mega komplizierte Konstruktion bauen, damit der Schacht fertig wird und ich überleben kann. Es hat mich ein bisschen mehr getriggert und es hat auch ein bisschen mehr Zeit gekostet, als ich dachte. Aber ich schaffte es, diesen Schacht fertig zu bauen. Tiefer stoßte ich dann auf noch eine Höhle und hörte diesmal sogar Käfer. Aber diese Höhle war nur 3 Blöcke oder so hoch. Deswegen konnte ich relativ einfach einen sicheren Schacht bauen. Und jetzt am Schluss meine Belohnung. Ich erreichte die tiefste Höhlenschicht. Ja, und dort baute ich mich dann noch tiefer. Bis auf Höhe 30, um genau zu sein. Und dort fand ich dann auch eine Höhle. Den 2er dicken Schacht baute ich dann erstmal zu einem 1er dicken Schacht aber um, damit ich nicht aus Versehen runterfallen würde. Ich würde es mir zutrauen, so zu sterben. Oben schaute ich danach, ob der Seed groß war. Er war zwar gewachsen, aber an ihn war noch nichts dran. Nun stellte ich ein paar Türen her, weil ich den Höhlenschacht ganz sicher abdichten wollte. Nicht, dass dort auch noch irgendwelche Käfer oder anderen Kreaturen spawnen. Bevor ich aber runter wieder in die Höhle ging, suchte ich nach Edelstein. Diese kann ich auf meine Rüstung tun und so noch mehr Schutz bekommen. Ich fand auch unterwegs etwas Interessantes. So eine Teerquelle. Oder was auch immer das ist. Da kommt ein ganz böser Gegner raus. Leck halt erstmal, kein Ding. Ich weiß nicht, ob aus jeder schwarzen Grube ein Gegner rauskommt, aber ich wollte es auch nicht herausfinden. Ich hatte am Schluss 2 blaue und 2 grüne Edelsteine. Die grünen haben eine Chance, mir Absorption zu geben und die blaue, die können mir Resistenz geben. Die Edelsteine musste ich aber erstmal aus diesem Erz rausholen und das machte ich nicht mit dem Ofen, sondern mit diesem anderen Teil. Diese Gems konnte ich ganz einfach an der Werkbank auf meine Rüstung hauen. Am Ende des 15. Tages platzierte ich dann auch, wie vorhin erwähnt, die Türen in Schacht, damit nichts spawnen kann. Auf Höhe 30 in meinen neuen Höhlenschacht wollte ich nun nochmal Stripmine gehen. Oder es zumindest versuchen. Und ich fand Skabist. Das war übrigens das falsche Erz. Ich wollte eigentlich das pinke Erz haben. Valenite oder so in der Art heißt das. Nach kurzer Zeit stoßte ich auf eine Höhle. Und diesmal entschied ich mich dafür, reinzugehen. Ja, schon den ersten Gegner. Und es müsste so ein... Ah, mein Gott, ich habe jetzt Absorption und Resistenz 2. Okay, das ist doch nice. Cool, aber ich werde später noch herausfinden, dass das Zeug nicht so oft proggt, wie es mir lieb wäre. Meine Höhlentour war aber nicht lange, da ich schnell von einem Wyke abgeschreckt wurde. Oben habe ich dann aber auch noch eine weitere interessante Entdeckung gemacht. Anything will taste better after eating this. Ah, interessant. Das heißt, ich habe jetzt hier 50 von 110. 0 von 50, das resettet ins... Oh, danke. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Weil meine Tools aber schon komplett korrodiert waren, musste ich erstmal diese wieder sauber machen. Als meine Tools dann wieder sauber waren, ging ich wieder runter in meine Höhle. Dort musste ich dann auch kämpfen. In den Kampfpausen habe ich die Höhle immer weiter und auch vorsichtig vor allem weiter erkundet. Nach einiger Zeit fand ich das erste Erz, welches ich auch wollte. Später wurde ich dann von einem einzigen Sumpfzombie halb umgebracht. Aber diese Viecher machen auch 3 Herzen Schaden mit einem Schlag. Und das Ganze ging dann auch eine Ewigkeit so weiter. Ich habe auch immer versucht, wenn möglich, diese Viecher sicher zu töten.
Also, ich sorgte dafür, dass die Mobs nicht an mich rankommen. Und das war auf Dauer auch relativ nervig. Also musste nun etwas Neues ran. Und zwar Pfeile und Bogen. Dafür musste ich mich aber wieder zurückziehen. Sprich, nach oben, in meine Base. Dort und am nahen See habe ich dann noch etwas herausgefunden. Hallo, was geht? Hey, er ist freundlich. Hey, der macht mir nichts. Ja, scheinbar waren die feindlichen Lurker doch nicht ganz so feindlich. Aber vielleicht funktionieren diese auch wie Spinnen, dass sie zum Beispiel nur nachtüber feindlich sind. Oder vielleicht sind sie auch nur neutral. Ich weiß es nicht. Eigentlich war ich aber hier, um Libellen zu töten. Denn ich brauche ihre Flügel, damit ich Pfeile herstellen kann. Nach kurzer Zeit wurde ich von einem Sumpfzombie angegriffen. Die zu dir kommen. Ist okay, dann komm ich zu dir. Okay, es ist für die Wissenschaft. 1,5 Schaden. 2. Ey, ich habe gerade so eine böse Vermutung, ne? Kann es vielleicht sein, dass die Mobs in tieferen Höhlen stärker sind? Das kann natürlich sein, ne? Warum zieht mir der hier nur 1,5 Herzen ab? Sollte meine Theorie stimmen und in den Höhlen sind Monster wirklich stärker, will ich gar nicht erst wissen, wie stark ein Wyke dort unten ist. Es ist übrigens toll, durch den Sumpf zu gehen, durchs Wasser zu schwimmen und zwischendurch Libellen zu töten, welche schwer zu treffen sind. Ich mach das alles für den Bogen. In meiner Base waren jetzt auch endlich die Seeds gewachsen, oder es waren halt Früchte dran gewachsen. Diese Früchte erntete ich ab und ich bekam 2 Früchte, sowie einen weiteren Seed. Diesen habe ich dann natürlich auch angepflanzt. Und mit den Früchten konnte ich meine Donuts noch besser machen. Lecker, endlich gutes Essen. Mit meinen 10 Valenite-Splittern konnte ich mir einen Brustpanzer machen. Das ist vergleichbar mit Diamanten. Jetzt musste ich für meine Pfeile nur noch Octin sammeln. Diese Pfeile können ihre Gegner in Brand setzen. Ich glaube, man kann verstehen, warum ich diese Art von Pfeilen haben möchte. Nachdem ich etwas an Octin und Sulfur gesammelt hatte, ging ich wieder hoch und machte dort einen Bogen und nachdem ich das Erz geschmolzen hatte, Octin-Pfeile. Schaut nur, wie die Pfeile leuchten. Ich hoffe, mein Baum brennt nicht ab. Okay, nun war es Zeit, wieder runterzugehen und noch mehr Erz zu farmen. Nach meiner Entdeckung von vorhin ging ich aber nicht in die Höhle, sondern ich ging erstmal Strip Mine. Es dauert länger, aber es ist sicherer. Hier könnt ihr jetzt auch mal sehen, was passiert, wenn man von diesem gelben Wasser erwischt wird. Ihr seht, man verliert relativ schnell die braune Leiste. Deswegen sollte ich wohl eher es vermeiden, von diesem Wasser erwischt zu werden. Und komischerweise fliegen jetzt Käfer um mir rum. Aber nicht die, die mich angreifen, nein, das waren solche ganz kleinen. Keine Ahnung, woher die auf einmal kamen. Ich habe dann noch eine Höhle gefunden und in dieser habe ich meinen Bogen erstmal ausprobiert. Ich meine, warum nicht? Ich bin nicht in die Höhle reingegangen. Mein Plan war es, zu Stripmine und unterwegs in Höhlen reinzuschauen, ob ich ein Erz finde. Aber nicht diese zu betreten, es sei denn, es wäre halt ein Erz da. Es war ca. 10 Uhr Ingame-Zeit, als ich eine kleine Valenite-Erzquelle gefunden hatte. Fehlen nur noch zu viele. Nach ewiger Steinabbauerei ging ich dann auch wieder hoch und diese kleinen Käfer sind mir gefolgt. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Mit meinen 4 Valenite-Splittern machte ich mir Schuhe. Jetzt fehlen nur noch 12 Stück für die Rüstung und noch mehr für Schwert, Schild und es fehlen noch zu viele. Ich kümmerte mich nochmal um mein Feld und ging dann wieder in die Höhle. Ja, ich wollte nochmal Stripmine gehen. Am 20. Tag fand ich eine Höhle, in der ich in der Ferne etwas sah. Es wirkte wie eine Art Ruine und selbstverständlich gehe ich da nicht hin. Ich möchte ja noch weiterleben. Ich fand später eine etwas größere Erzquelle,
und machte damit einen Helm. Durch diesen kann ich jetzt auch endlich wieder gescheit sehen. Damit ich euch auch nicht erzählen muss, dass ich den ganzen Tag nur Stripmine war. Was ist denn das da drüben? Warum ist die Betweenstone? Ja, ich fand einen Spawner. Diesen wollte ich, warum auch immer, abbauen. Also tötete ich die ganzen Sumpfzombies. Ich nenne die einfach mal so, auch wenn sie anders heißen. Als ich fertig war, baute ich den Spawner ab und schaute, nachdem ich den letzten Mob getötet hatte, was hier so drinnen ist. Ich fand eine blaue Pflanze. Als ich diese einsammelte, bekam ich ein Achievement. Say Nay to Decay. Damit ist die braune Leiste gemeint. Ich frag mich nur, ob diese dadurch stärker ansteigt oder was mir das Ding bringt. Da mein Decay aber fast voll ist, werde ich das wohl heute nicht mehr herausfinden. Nach Ewigkeiten ging ich zurück in meine Base und jetzt schaut euch mal an, was ich in 20 Tagen geschafft hatte. Es ist nicht so viel, aber in ferner Zukunft wird es hoffentlich noch mehr.